Dies ist ein kurzes Video über die Krups Eismaschine KVS2. Diese Eismaschine hat ja bei Stiftung Warentest einen Testsieger gemacht, hat einfach am meisten überzeugt. Vom Wirkungsprinzip ist es im Prinzip dasselbe. Hier unten ist ein Kühltank. Dieser Kühltank wird einzeln einfach in die Gefriertruhe über Nacht gestellt. Und wenn man dann das Eis machen möchte, müsste man die kühlschrankkalte Masse einfach hinein gießen und dann rührt das Gerät sozusagen los. Also es ist so, dass diese Eismaschine immer einen Vorlauf braucht. Also wenn man morgen Eis machen möchte, müsste ich heute Abend diesen Kühlakku in die Gefriertruhe machen. Die Krups-Maschine gibt es in zwei Ausführungen, einmal mit einem Kühlakku und einmal mit zwei Kühlakkus. Also das bedeutet, wenn man zwei hat, kann man zwei verschiedene Sorten Eis mit einmal herstellen. Warum ist das Gerät jetzt Testsieger geworden? Es ist einmal schön verarbeitet, es ist praktisch verarbeitet, man kann alles auseinanderlegen. Und somit kann man das auch sehr gut reinigen, auch für die Spülmaschine ist das gerade schön. Weiterhin sieht man hier oben, ist eine automatische Abschaltautomatik sozusagen, es ist piept. Und diese Maschine sieht selber sozusagen, wann das Eis trocken, kalt genug ist, wann es wirklich diese richtig schöne cremige Konsistenz hat. Ich denke, bald wird das Gerät piepen, mal sehen, ob wir das jetzt noch im Video merken werden oder nicht. Weiterhin bekommt man diese Maschine mit einem Spatel, der ist speziell einfach für die Form gedacht, also dass man das Eis super auskratzen kann. Mit anderen Gegenständen wie diesem Plastikspatel sollte man nicht hineingehen, weil Metall könnte einfach den Kühlakku, sage ich mal, beschädigen. Zusätzlich gibt es noch einen Aufbewahrungsdeckel, somit könnte man einfach jetzt, nachdem ich das Eis zubereitet habe, ein, zwei Löffel gegessen habe, das Oberteil abnehmen, den Deckel drauf und das beides zusammen wieder in die Gefriertruhe stellen zum als Vorrat. Wie groß ist das Gerät? Es ist schon ein bisschen größer. Wenn ich hier so eine Wasserflasche 1,5 Liter daneben stelle, dann sieht man, nimmt schon ein bisschen mehr Platz weg. Also in der Kühltruhe braucht man dann wirklich ein bisschen mehr Platz für das Unterteil. Das Unterteil ist etwa so hoch hier. Warum ist das jetzt Testsieger geworden? Weiterhin ist, dass es wirklich ein schönes Volumen hat, also da kann man, das weiß ich jetzt nicht genau, ich glaube 0,7 Liter Eis auf einmal machen und das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt sehen wir hier schon, dass es echt schön cremiges Eis ist. Wie unterscheidet sich das Eis aus einer Eismaschine zu dem Eis, was gekauft ist? Erstens, es ist cremiger, das Eis. Es zerläuft auch ein bisschen schneller, aber es ist ein wesentlich schöneres Geschmackserlebnis. Man hat ein Gefühl für die Dinge, die man drin hat in dem Eis. Also man sieht plötzlich, Eis ist durchaus eine ganz schöne Kalorienbombe. Und man kann sich eigentlich aus jeder Sache ein Eis machen. Wenn ihr Lust auf Waldmeister-Eis habt, dann könnt ihr das machen. Wenn ihr ein Pfeffereis haben wollt, dann macht das. Chili-Eis könnt ihr euch machen. Es gibt Grundrezepte, die man dann eigentlich mit vielen Zutaten variieren kann. Und es ist einfach eine schöne Abwechslung zu dem Eis einkaufen. Und man kommt vielleicht auf denselben Preis, wie als wenn man jetzt ein gutes Langnese-Eis oder Mövenpick-Eis kaufen würde. Aber es schmeckt wirklich besser und es ist selbstgemacht. Und da finde ich, da hat das alles so seinen Sinn. Diese Maschine kostet um die 70 Euro. Ich habe euch unten einen Link reingepackt und mich persönlich hat sie echt überzeugt. Ist eine schöne Sache für den Sommer. Sieht schön aus, macht was her. Als Nachteile muss ich bis jetzt nur sagen, dass es, dass ich mir vielleicht teilweise ein längeres Kabel gewünscht hätte. Das finde ich ist ein bisschen kurz. Das ist jetzt hier okay in dieser Ausstellung, aber ansonsten ist es vielleicht 1,5 Meter. Da finde ich, da sollte man bei Küchengeräten immer mehr haben, weil man weiß nie, wo die nächste Steckdose ist. Und ein Nachteil ist, ich finde die Oberfläche, das ist hier, ich glaube, ein metallisiertes Plastikteil, finde ich nicht so schön. Es hinterlässt einfach Fingerabdrücke und alles. Zusätzlich finde ich auch echt nervig, so eine blaue LED. Blaue LEDs sind von gestern. Oder von dem Jahr 2003, 2004. Heutzutage ist es nicht mehr schön, alles einfach mit einer blauen LED auszustatten. Und dann denkt man, oh super, ist eine LED drin. Finde ich nicht so schön. Sieht hier zwar vom Produktdesign schön aus, kann man echt annehmen. Aber ansonsten finde ich, blaue LEDs gehen gar nicht. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ansonsten auf alle Fälle eine Kaufempfehlung wert.